Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Heute werden wir mal wieder einen neuen Event vorstellen, wenn der Klick denn hier funktioniert. Ich habe immer mit dem Klicken so ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Elias oder Elias Reise auf die Himmelsinsel heißt der Event. Der geht über 8 Tage und ihr habt jeden Tag ein oder 4 Unterziele, die ihr erreichen müsst, damit ihr am nächsten Tag, und wenn ihr die erreicht habt, bekommt ihr quasi die Belohnung für den ersten Tag. Also wenn ihr am heutigen Tage 50 Energie, also ich erkläre es mal ganz kurz. Ich nehme das Video immer an dem Tag auf, wo diese Quest startet. Das ist heute Montag. Ich zeige das Video aber erst Dienstag. Das ist aber kein Problem, weil die Quest läuft, soweit ich weiß, und wir gucken mal sicherheitshalber, immer bis 16 Uhr. Genau, das Event setzt sich täglich um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit zurück. Ich hoffe ganz stark, dass es heute nicht um 16 Uhr zurücksetzt. Das wäre ziemlich gemein. Dann hätte man nämlich nur von, ich glaube, 8 Uhr morgens bis 16 Uhr Zeit. Und das wäre für Arbeitstätige ziemlich fies. Also ich denke mal, dass das der heutige Tag, der Montag, quasi bis Dienstag 16 Uhr läuft. In der Zeit müsst ihr 50 Energie benutzen, 5-mal eine Rune aufwerten, die Arena 5-mal betreten und einen Freund oder Mentor benutzen. Dann könnt ihr diese Sachen hier unten einsammeln. Dann bekommt ihr jedes Mal 10.000 Mana-Steine. Das heißt 40.000 Mana-Steine und immer eine Tagesbelohnung, diese hier oben. Also am ersten Tag 100 Energie. Und nur wenn ihr den ersten Tag abgeschlossen habt, kriegt ihr am nächsten Tag 4 neue Missionen, um dann den Aufgaben von Tag 2 abzuschließen. Ich glaube, die Mission ist erst... Genau. Diese Missionen werden aber erst freigeschaltet. Ihr seht das, ihr könnt hier nach links und rechts gehen, wenn ihr den ersten Tag fertig habt. So, und das machen wir jetzt einfach mal fix noch gemeinsam. 50 Energie, gut... Freund eines Mentors, Mentors, Freund, Freund, Mentor, Mentor benutzen. Okay. Das machen wir doch mal fix. Wir haben nämlich heute sowieso hier noch nicht alle Dailies gemacht. Und da packen wir doch einfach mal einen Freund hier rein. Und das machen wir 3-mal. Also nochmal zusammengefasst, das Event geht über 8 Tage. Immer 16 Uhr beginnt der neue Tag. Ich hoffe, dass der erste Tag jedoch ein bisschen länger dauert, weil der erste Tag ist heute Montag. Ich zeige das Video wahrscheinlich aber erst Dienstag früh. Das heißt, ihr habt dann quasi noch bis 16 Uhr Zeit. Falls das heute schon am heutigen Montag schon um 16 Uhr zurückgesetzt wird, zeige ich euch das Video trotzdem morgen Dienstag. Oder für euch dann heute Dienstag. Dann wisst ihr, was ihr hättet gestern machen müssen. Könnt das entweder nachholen oder wenn ihr es schon gemacht habt, dann wisst ihr es ja eh schon. Und dann wisst ihr noch die allgemeinen Dinge zum Event. Wie jedes Event empfehle ich das Event zu machen. Ganz einfach, weil es super viele Belohnungen gibt, die euch in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen. Welche Belohnungen das genau sind, haben wir gerade schon gesehen. Ich gehe aber gleich nochmal dahin zurück und wir gehen die nochmal im Einzelnen durch, damit ihr seht, dass es sich wirklich lohnt, das zu machen. Ansonsten werden diese 4 Aufgaben, die ihr jeden Tag machen müsst, die stehen auch schon vorher fest. Die könnt ihr euch in den Mitteilungen angucken. Das ist auf eurem Startbildschirm. Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, weil wir noch im Run sind. Deswegen mache ich eigentlich das ungern irgendwelche Runs und spreche darüber, weil man da schlecht was zeigen kann. In der linken oberen Ecke habt ihr so einen News-Button. Und wenn ihr auf den News-Button klickt, da habt ihr so 4 neue Buttons. Da ist eins davon ist Entwickler irgendwas. Entwickler-Tagebuch heißt es, glaube ich. Und eins anderes heißt Mitteilungen. Und in den Mitteilungen seht ihr immer schon die nächsten Events ein paar Tage vorher. Und für dieses Event war das auch schon vor ein paar Tagen drin. Und da steht für jeden Tag des Events, wo ihr 4 neue Aufgaben bekommt, stehen schon alle 4 Aufgaben drin. Das heißt, guckt euch am besten schon immer einen Tag vorher an, welche Aufgaben am nächsten Tag zu machen sind, weil da sind auch so Sachen dabei wie Level ein Monster mit 4 Sternen auf sein Max-Level oder so. Dann könnt ihr das schon vorbereiten, bringt das auf Level 34 oder so und dann erst an dem Tag, wo das Event fertig ist, dann maxt ihr das. Und dann könnt ihr euch irgendwie so ein bisschen Stress sparen. Dann könnt ihr das schon in den Tagen vorher so ein bisschen vorbereiten und dann an dem entsprechenden Tag nur noch abschließen zu müssen. Das ist, denke ich mal, ein bisschen weniger stressig, als dann an einem Tag dann auf einmal ein 4-Sterne-Monster hochpushen zu müssen. Okay. Mir ist dann auch noch aufgefallen, das wollte ich auch mich nochmal bei euch entschuldigen. Dadurch, dass ich ein neues Mikro habe, was sehr empfindlich ist,
und ich habe das sehr nah vor meinem Mund, hört ihr immer so meine übelsten Schmatzgeräusche, wenn ich so... Wenn man viel redet, dann bildet sich so Speichel im Mund und dann muss man den manchmal so ein bisschen wegschmatzen. So. Also mir geht es zumindest so. Und ich hoffe, dass das nicht zu beeinträchtigend ist für das Video gucken. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, mein Mikro ein bisschen weiter weg zu positionieren und dafür etwas lauter zu stellen, sodass man mich trotzdem noch gut versteht. Damit das ein bisschen besser vielleicht ist für euch. Ich habe das schon mal probiert, wenn ich das Mikro weiter weg mache. Dann klingt das leider sehr komisch, weil ich weit weg im Raum sitze. Ich muss dann sehr laut sprechen und man hört halt ziemlich viel Raumklang mit. Das ist vielleicht nicht so günstig. Aber soll euch nicht interessieren, das kläre ich irgendwie ab. So, hier Notice, da sind die Mitteilungen. Ne? Und da habt ihr dann immer eine Liste und da ist zum Beispiel der Event oder das Event schon drin. Und da seht ihr auch schon, was in den nächsten Tagen für Missionsziele sind. Also am zweiten Tag musst du nur 20 Mal Szenario machen, eine Rune 5 Mal aufwerten, alle täglichen Missionen erfüllen. Okay, das hoffe ich, macht ihr sowieso. Aber da wisst ihr schon, dass ihr am Dienstag, oder beziehungsweise wenn der zweite Tag dann halt läuft, dass ihr guckt, dass ihr eure täglichen Missionen nicht vor 16 Uhr abschließt, sondern erst nach 16 Uhr, weil sonst müsst ihr wieder einen Tag warten, bis ihr das abschließen könnt. Dann hier müsst ihr 10 Runen bekommen, Arena 5-mal machen, Herzen an Freunde senden. Das ist auch wieder, das mache ich, mache das immer früh morgens, das muss ich mir dann auch merken, dass ich mir dann mindestens 3 aufhebe für nach 16 Uhr und so weiter und so fort. Genau, lest euch das hier durch, zum Beispiel, wenn ihr müsst einfach eure Arena-Defense aufstellen. Jetzt sagt ihr, ich habe ja eine, warum ist das nicht automatisch abgeschlossen? Hier steht extra, ihr müsst da nochmal reingehen und nochmal draufdrücken, aber das ist dann an dem Tag relevant. Okay, machen wir mal fix noch die Halle der Magie, da können wir noch einen zweiten Freund, zack, okay, lassen wir das mal fix noch nebenbei durchlaufen. Dann, ach genau, weil ja heute Dienstag ist, also eigentlich ist Montag, aber ihr wisst ja, Dienstag und so, können wir noch mal kurz reden, was ich diese Woche so für Videos plane. Ich möchte diese Woche auf jeden Fall mal wieder einen Guild War zeigen. Das habe ich sehr lange nicht gemacht, also für mich gefühlt zumindest relativ lange nicht gemacht. Das soll auf jeden Fall an einem Tag mal stattfinden, 3 Kämpfe. Dann würde ich, also eine Beschwörung wird es diese Woche keine weitergeben. Da habt ihr ja am gestrigen Montag eine gesehen. Da habe ich ja meine erste Freundbeschwörung gemacht. Die müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Dann habe ich in dem Video am Ende noch über die Hafenmagierin in Feuer gesprochen und dass ich die in Dragonspeed 10 verwende. Ich würde euch in einem anderen Video dann nochmal mein aktuelles Dragons-Team vorstellen und wir machen dann einfach mal einen gemeinsamen Run und ich zeige euch, wie so der Stand der Dinge ist. Und dann könnt ihr vielleicht, entweder ihr gebt mir Tipps oder wenn ihr denkt, okay, ich habe ein ähnliches Team, aber irgendwie funktioniert es nicht so gut wie deins, hast du vielleicht einen Tipp für mich, dann können wir da ein bisschen ins Gespräch kommen. Genau, dann haben wir also, wir haben Dragons-Video. Wir haben, also Montag hatten wir das Beschwörungsvideo, Dienstag haben wir das Eventvideo, Mittwoch machen wir ein Guild War Video, denke ich mal, oder das Dragons Video, muss ich mir noch überlegen. Dann Donnerstag kommt dann das andere von den beiden, also Dragons oder Guild War. Und für Freitag, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr haben wollt. Wollt ihr mal wieder ein Arena Run oder wollt ihr irgendwas anderes? Das Einzige, was ich momentan nicht bieten kann, ist noch eine Beschwörung, weil da habe ich nicht genug... nicht genug Zeug für noch ein Beschwörungsvideo. So. Das heißt also, warte mal, nehmen wir hier so. Ich habe keine MS mehr, dass es ein schönes Video wird. Außer einer von euch hat vielleicht ein bisschen was gespart, dann könnte ich noch ein Freundesvideo am Freitag machen. Derjenige müsste sich dann aber am schnellsten, am besten über Line bei mir melden. Dort heiße ich auch Mene. Und habe dasselbe Bild wie hier im YouTube-Kanal, also diese Comicfigur mit der Sonnenbrille. Das heißt also, wenn ihr wollt, dass ich würde es dann am Donnerstag am liebsten aufnehmen oder Freitag Mittag aufnehmen und dann direkt schneiden und veröffentlichen.
dann meldet euch so schnell wie möglich bei mir. Ich würde Freitag noch ein Friend Summoning machen. Wenn sich niemand in der Zeit meldet, wovon man vielleicht ausgehen kann, weil es etwas kurzfristig ist, schreibt mir doch in die Kommentare bitte, was ihr vom Event haltet und was ihr für eine Folge am Freitag haben wollt. Ansonsten könnte es sein, dass ich Freitag vielleicht nichts mache und dann erst Samstag noch ein Video kommt, ein Summoners War Video. Ich habe diese Woche ziemlich viel zu tun. Ich muss neue Videos auch von den anderen Spielen machen. Ich habe gar nichts mehr vorbereitet. Deswegen gucken wir jetzt noch fix. Ach so, ich muss ja fünfmal mit Freunden einen Run machen. Das heißt, ich hätte lieber jetzt schnell Szenario gemacht. Das geht fixer. Es tut mir leid. Da müsst ihr jetzt noch mal kurz Geduld haben, weil ich euch noch zeigen will, wie man das dann einlöst. Und dann können wir mal gucken. Das habe ich jetzt nämlich selber noch nicht geschaut. Vielleicht sieht man auch die Aufgaben der zukünftigen Tage. Ich denke mal, die sieht man auch im Event-Screen sogar schon. Also ich weiß, man kann ja weiterklicken nach rechts. Das habe ich schon gezeigt. Da sind die schon, aber so ein bisschen ausgegraut. Aber mal gucken, ob man es vielleicht sogar schon unten drunter erkennen kann. So, dass ihr euch immer schon auf den nächsten Tag in Anführungsstrichen vorbereitet. So, ich muss einen kurzen Schnitt machen, weil ich einen Anruf hatte und ich wollte euch dieses ganze Gefarme kurz ersparen. Das ist jetzt mein letzter Freund von den fünfen, die ich benutzen muss, beziehungsweise ehrlich gesagt habe ich noch zwei Runs mehr gemacht, damit ich gleich die 50 Energie verbraucht habe. Und da schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an, wie der hier die Mobs killt und dann gehen wir zurück in den Event-Bildschirm, schauen uns da nochmal an, wie man die einlöst. Wie das genau funktioniert und ob man dort auch sehen kann, was am nächsten Tag passiert. Einfach damit man sich quasi vorbereiten kann, beziehungsweise bestimmte Sachen sich sparen kann, aufsparen kann. Wie zum Beispiel den Freunden die Herzen zu schicken. So, na komm. Du wirst das doch wohl schaffen. Also wirklich. Das hätte ich aber fast gedacht. Jetzt wird's knapp. So, ich mache hier schon 4 Sternemonster langsam hoch, weil ich bin mir ziemlich sicher, da war eine Geschichte dabei bei dem Event, dass man 4 Sternemonster auf Max-Level bringen muss. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nichtsdestotrotz, für den World Boss kann man es ja gebrauchen auf Level 30. So, jetzt seht ihr das. Also, wir haben 50 Energie genutzt. Sammeln wir ein. Die anderen beiden Sachen haben wir ja am Anfang der Folge eingesammelt. Und wir haben den Freund einmal benutzt und... Ach, ich musste gar nicht 5. Ich musste nur einmal. Naja, was soll's. So, jetzt habe ich das eingesammelt. So, und jetzt wollen wir ja diese 100 Energie hier haben. Und da gehen wir hier runter und dann können wir die hier einsammeln, über diesen Button. Und schwupps, hat man die 100 Energie. So, jetzt haben wir hier dieses lustige Ich-bin-fertig-Symbol. Und jetzt kommen wir hier nach rechts. Die nächste Mission wird nach 16 Uhr geöffnet. Also es kann sein, dass es heute, am heutigen Montag, noch auf den zweiten Tag umspringt. Das würde mir dann für euch alle leid tun, die das erst Dienstag mitbekommen, dass der Event läuft. Ich kann das Video aber nicht so schnell schneiden und online stellen. Das tut mir sehr leid. Gehen wir nochmal kurz die Belohnungen durch, damit ihr seht, dass sich das lohnt. Also, wir bekommen 3 MS. Eine, was ist das? Eine Light and Dark ist das, glaube ich, sogar. Ja, das ist eine Light and Dark, glaube ich. Das ist keine legendäre, sondern eine Light and Dark. 50 Steine, 100 Diamanten, ein bisschen Energie und hier noch ein 4-Sterne-Monster-Max und ein 12-Stunden-Booster. Also ich denke, für die 100 Kristalle, könnte es sein, dass man die für bestimmte Aufgaben in dieser Woche, nenne ich es jetzt mal, aufbraucht. Das macht dieses, das gleicht so ein bisschen aus. Beziehungsweise man hat ja auch viel Energie, was man bekommt. Aber 3 MS, 50 Steine und eine Light in Dark, das ist es auf jeden Fall wert. Achso, wir wollten ja noch gucken, ob man genau sehen kann, was man am nächsten Tag erfüllen muss. Also, das sind die heute. Jetzt gehen wir nach rechts. Entschuldigung. Ja, kann man sehen. Ihr seht, hier steht, das wird ab 16 Uhr verfügbar sein. Absolviere das Szenario 20 Mal, tätige einen Wunsch einmal, 50.000 Mana-Steine bekommen, suche die Insel eines Freundes einmal. Das ist also quasi die Dienstagsaufgabe. Mittwoch, nutze 50 Energie, erwirb 10 Runen, betrete die Arena 5 Mal, sende 3 Mal Freunden etwas.
Die nächste Mission, und ihr müsst immer alle vier fertig haben und den Bonus abschließen, damit ihr die nächsten machen könnt, ne? Hier steht ja auch immer, ist erst verfügbar, wenn du alle vorherigen Missionen absolviert hast. Also hier einen Dungeon 20 Mal machen, 200.000 Mana-Steine ausgeben, ein 3-Sterne-Plus-Monster beschwören. Das heißt, behebt euch die EMS auf, die ihr am zweiten Tag bekommt, damit ihr die hier benutzen könnt. Schließe die Verteidigungsaufstellung für die Arena ab. Okay? Nutze 100 Energie, nutze 30 Kristalle, betrete die Arena 5-mal, werte eine Rune 10-mal auf. Aber also nicht eine Rune 10-mal, sondern werte 10-mal irgendeine Rune auf. Also ihr könnt auch 3-mal die eine, 3-mal die andere, 3-mal die nächste und nochmal eine oder so. Oder 2 auf Level 5 oder so. Dann haben wir hier für, gucken wir mal, welcher Tag das ist. Das ist der 6. Tag. Erwirb 200.000 Mana-Steine, werte eine Rune 10-mal auf, also wieder Rune aufwerten, absolviere das Szenario 30-mal. Führe 4 Sterne plus Entwicklung einmal durch. Das heißt, ein, ich glaube, quasi ein 3-Sterne-Max-Monster auf ein 4-Sterne-Monster entwickeln oder irgendwas Höheres. Das heißt, hebt euch ein 3-Sterne-Max-Monster auf für den Tag. Tag 7, nutze 100 Energie, nutze 30 Kristalle, werte eine Rune 15-mal auf, betretet die Arena 10-mal. Das ist also schon etwas mehr zu tun. Also klar, die 30 Kristalle ist kein Problem. 100 Energie kriegt man auch relativ schnell hin. 15-mal Rune aufwerten, da müsst ihr euch überlegen, dass ihr keine sinnlos aufwertet. Also hebt euch eure Runen auf für diesen Tag oder für die Tage davor, wo man es auch schon 10-mal machen muss. Betretet die Arena 10-mal. Und das müsste dann der letzte Tag sein, richtig. Absolviere 30 Mal den Dungeon, absolviere das Szenario 30 Mal, beschwöre ein 3-Sterne-Plus-Monster einmal, also wieder eine MS aufheben, Leute, und führe eine 5-Sterne-Plus-Entwicklung einmal durch. Also quasi, ich glaube, das müsste bedeuten, ein 4-Sterne-Max-Monster auf 5 Sterne entwickeln. Ich denke nicht, dass das bedeutet, man muss ein 6-Star-Monster machen. Falls dem so ist, hebt, falls ihr genug Materialien für ein 6-Star habt, könnt ihr das natürlich machen. Dann hebt euch das für den letzten Tag auf, für diese Light and Dark-Rolle. Jetzt gucke ich aber ganz fix mal nach, ob das auch wirklich eine Light and Dark ist. Nicht, dass es eine legendäre ist. Nee, das ist, müsste eine Light and Dark sein. Das sind diese lilanen. Die legendären sind hier, die sehen ein bisschen anders aus. Okay. Gut, das war's für das Event. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.